Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Jurassic World Evolution. Bewerte den Part und viel Spaß. Und Isla Takano. Verfügbares Geld minus $950,000. Was? Das wird ein Spaß. Das sieht ja mal komplett anders aus. Einer ihrer Vorgänger als Leiter dieser Insel hatte nicht allzu viel Erfolg. Ihnen könnte gelingen, woran er gescheitert ist. Ja. Sie müssen einen genauen Plan haben, wie Sie mit dieser Sache Geld machen wollen, damit dieses Unternehmen profitabel wird. Und das wollen Sie. Vertrauen Sie mir. Ich soll jetzt einfach irgendwelche Sachen verkaufen, was? Wählen Sie im Pausemenü Insel neu starten, wenn Sie von vorne beginnen wollen. Also zuallererst gucke ich mir das mal an. Da sind irgendwelche Stromleitungen, die gar keinen Sinn machen und... Da wurde auch nichts zu Ende gebaut. Was geht denn hier ab? Benötigt Strom. Hat diese Insel kein... Ach da. Ungenutzter Strom? Ach, weil das nicht miteinander verbunden wurde. Aber warum? Wie bescheuert ist das denn? Das kann ich jetzt... Ja, weil ich kein Geld habe, nicht miteinander verbinden. Okay. 950.000. Ich brauche ganz, ganz dringend ein Fossilienzentrum. Um meine ganzen Fossilien zu verkaufen. Die Bar, Fastfood-Restaurant... Ich baller jetzt einfach mal alles richtig fett nach oben. Innovationszentrum. Das soll ich abreißen? Aber das bringt doch kein Geld, oder? Seit wann bekomme ich noch Geld zurück? Warte, was bist du denn? Beobachtungsgalerie. Entwicklungslabor. Ah, ich wüsste... Also, wer kam denn auf diese dumme Idee? Wollen die Leute hier das Kraftwerk angucken, oder was? Irgendwie verstehen nicht, was die da tun. Aber stimmt, ich bekomme Geld zurück. Dann das noch... Über 1 Million? Alter, als ob. Okay. Jetzt ganz, ganz schnell. Strom. Mast. So, und von da aus... Jetzt aber mal eben darüber. Tada! Ist das auch verbunden? Nee, das ist auch nicht verbunden. Sind die wie dumm? Habe ich jetzt Strom? Hallo? Karte? Da oben ist Strom anfangen. Runter, runter, Strom da und Strom. Ja, fertig. Gut. Aber das ist egal. Ich will jetzt zuallererst ein Fossilienzentrum. Mir fehlt ein bisschen Geld. Aber ich verliere wieder Geld. Heißt, ich muss noch eine Sache verkaufen. Schutzraum 1. Okay, braucht doch eh keiner. Betriebsgebäude. Fossilienzentrum. Und dann da irgendwo nach Molukistan. Danke. Und fertig. Fossilien ansehen. Oh ja. Gib mir das ganze Geld. Ah, ja, 80, 120. DNA extrahieren und nochmal 360. Danke, Leute. Ich habe 1,4 Millionen. Jetzt aber schnell, Jungs. Ich muss jetzt hier nämlich einmal das dahin bauen. Ja, aber muss ja auch verbunden sein, sonst geht es ja nicht. Einmal dahin, dann dahin, darüber und dann da dran. Dann fehlt nur noch der fette Stahlzaun. Vor allem hier direkt mit der Straße dran. Alter. Ultra gefährlich. So, und jetzt noch einmal hier so ein bisschen drumherum. So, alles schön. Jetzt werden nur noch ein paar Dinosaurier. Wen hole ich denn? Ich fange an mit dem guten alten Strutio, aber ich modifiziere den vorher noch. Wüstenmuster. Lebensfähigkeit geringer, aber dafür eine höhere Bewertung. Okay, gekauft. Und tada. Und dann direkt noch ein. Hier noch ein paar Upgrades reinböllern. Zum Beispiel Brutstättenkapazität einmal und zweimal Erfolgsrate. Wie viel Sichtbarkeit habe ich? Ja, dann sollte ich eventuell noch auf der anderen Seite was hinmachen. Ja, das Problem ist, dass der das gar nicht zulässt. Warte mal, geht das so? Oh, er ist fertig. Warte, Studio. Einmal rauskommen, dann bekommt ihr noch was zu essen. Zack, einmal kurz die Bedürfnisse checken und... Wald in Ordnung, Größe in Ordnung, tipptopp. Ja, es klappt. Ha, cool. Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken sollten. Bauen und verbinden Sie ein Expeditionszentrum und versorgen Sie es mit Strom. Gerne, mache ich doch glatt. Und ich mache endlich Plus. Ja, warte, wen kann ich denn noch holen? Vielleicht noch ein paar Dracos? Die haben ja eine viel höhere Bewertung. Oh, mir fehlt das Geld. Aber nicht mehr lang, gleich habe ich's, glaube ich. Ja, noch ein bisschen. Hallo? Ja, danke, ich hab's. So. Ah, kritisch nur, dass das Rudeltiere sind und ich dadurch vielleicht ein Problem bekommen könnte. Und das sieht auch interessant aus. Wie das da einfach in der Luft schwebt.
Ich habe jetzt gerade kurz den vorherigen Part zu Ende geschnitten und wollte euch nur kurz Bescheid geben, dass ich ungefähr eine Stunde rausgecuttet habe, denn das Spiel ist mittendrin wieder abgestürzt, wodurch ich alles nochmal neu machen musste, was nach dem Zaunvorfall passiert ist. Aber halb so wild. Ist jetzt nicht das stabilste Spiel, aber Hauptsache wieder 70 Euro verlangen. Der Draco ist ja fertig, warte mal. Ich brauche aber echt mehr Geld, ich kann ihn da so nicht rausholen. Der rastet doch sofort wieder aus, wenn da keine Freunde sind. Was soll denn eigentlich da der verkackte Baum? Einfach weg damit. Tschüss Vögel, bis bald. Ach ja, kennt ihr übrigens das hier schon? Einstellungen, Audio. Und zwar gibt's hier lizenzierte Musik stummschalten. Also falls ihr euch gewundert haben solltet, warum ihr nicht... vorkommt. Wir haben ja keine Lust, dass der Part nachher runtergenommen wird. Denn das kann durchaus passieren, wenn man das benutzt. Ach, der will ja immer noch ein Expeditionszentrum. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Aber wisst ihr was? Ich hole den Draco da jetzt raus. Dadurch bekomme ich da ein bisschen mehr Geld. Aber an sich könnte ich auch mal kurz gucken, was ich durch die drei Missionen hier bekommen würde. Belohnung, keine Daten verfügbar. Ach so. Ich muss es also erstmal soweit schaffen. Und Sicherheit braucht bei weitem mehr als der andere Kram. Ich gehe auf Sicherheit. George, was willst du denn von mir? Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, er wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Lassen Sie einen Strut der Schmeninnenas mit einer Reaktionsgeschwindigkeit-Modifikation frei. 300.000! Boah, da bin ich instant dabei. Strutio! Und der war ja auch so günstig. Oh, da mache ich so viel Plus. Reaktionsgeschwindigkeit 1.0. Geht's dir noch gut, Reiko? Oh nein, sozial. Warte, ich benenne mal ihm anders. Wird bald ausbrechen. Und der eine Strutio hier, warte, interessiert eh keinen. Der Strutio ist fertig. Hey, komm raus. Und gib mir ein bisschen Geld. Und dann müsste ich, ja, ich hab genug. Warte, Expeditionszentrum, 400, ja, danke. Ich schätze, ich habe zu gratulieren. Einfach daneben stellen. Zack. Dann fehlt nur noch der Weg. Von da nach... Nee, warte. Von da nach da. Und von da... Oh, das ist die falsche Straße. Ups. Nach da. Nichts anderes hätte ich erwartet. Besonders, wie ich dafür dann nur 100.000 bekomme. Das ist bescheuert. Benötigt Strom was? Hä? Wieso hast du denn keinen Strom? Ah, weil das Expeditionszentrum was weglutscht. Aha. Und hier sind schon Modifikationen drin. Ja, das bedeutet... Ich brauche, ups, ein neues Kraftwerk. Aber ich habe kein Geld. Oh nein. Boah, das tut echt weh, Mann. Direkt mal einen neuen Auftrag annehmen. Was hast du heute? Halten Sie die Inselbewertung 3 Minuten lang bei mindestens 2 Sternen. Hab ich denn 2 Sterne? 1 Stern. Ja, egal, das schaffe ich schon. Also wenn ich da einen Fleischfresser gegen mache, da saftet das direkt durch. Einen neuen Auftrag. Nimm ich auch mit. 10 Minuten lang keinen Stromausfall haben. Ich mag es nicht, wenn der Strom ausfällt. Warte, war das nicht die, die uns im letzten Part sabotiert hat? Oder habe ich das falsch verstanden? Also ich bekomme gerade echt richtig gut Geld. Expedition beendet. Den extrahieren und extrahieren. Neue Fossilien entdeckt. Julia Schlangenformation. Den Zintaurus. Ja, okay, warte noch einen Moment. Ich habe gleich das Geld. Dann schicke ich dich nach Zhao Shu Xingling. Hätten wir das auch? Und ich würde sagen, du kommst dann mal einfach daneben. Oder muss ich jetzt hier echt... Nee. Strom! Dann mache ich hier noch ein bisschen die Wälder weg, damit ich auch was sehe. Und erweitere gleich noch den Weg. Ja, wunderschön. Aber ich kann direkt mal warten und dann da Modifikation reinböllern. Und ich kann mir eine neue Mission besorgen. Forschungszentrum, sehr schön. Ausfallschutz 2.0 und reduzierte Unterhaltungskosten 2.0, sobald ich das Geld habe. Jede Sekunde müsste ich doch genug Geld haben, um einmal eine Expedition wegzuschicken. Genau, ja, perfekt. Ab nach Huliangze. Und dann hoffe ich, dass da wieder Platin gefunden wird oder sonst was. Oh Gott, mir wird auch gerade klar, dass ich gar kein Team dafür hätte, um den Draco wieder einzufangen. Das besitze ich ja noch gar nicht. Und ich habe auch eigentlich nicht vor, das jetzt gleich zu bauen. Das sind andere Sachen erstmal wichtiger.
Ich bekomme bestimmt noch mal so 100, 200.000 dafür, dass ich 10 Minuten keine Stromausfälle hatte. Und das könnte mich retten. Weil ich glaube, zwei Dracos sind schon an der Grenze. Und wenn die dann miteinander reden und sich sozialisieren und sich gegenseitig die ganze Zeit sagen, wie sie heißen, dass sich das dann sofort wieder beruhigt. Denn das brauchen die. Und 100.000. Ach, aber es reicht, oder? Habe ich genug? Fast. Oh, wow. Also, das Timing ist auf jeden Fall gerade auf meiner Seite. Die Expedition ist back. Oh. Ja, den A, der Zintor. Oh, der sieht ja lustig aus. Extrahiere ich mal. Und dafür habe ich kein Geld. $300 habe ich. Wow. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Nein! Sie haben schon geahnt. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Jetzt will er, dass ich einen Fleischfresser hole. Also weit davon bin ich nicht mehr weg, aber die Gebäude sind gerade wichtig. Draco ist jetzt auch fertig. Genau, komm mal raus. Freunde dich mit deinem Kollegen an. Da kommt er doch. Lauf einfach hin. Na komm, du willst es doch, oder nicht? Lauf rumzuschreien. Aber die Geborgenheit geht hoch. Ja, sozial ist extrem an der Grenze. Genau, geht aufeinander zu. Redet miteinander. Oh, ist das nicht süß. Und ich bin Malfoy. Draco Malfoy. Und ich bin Malfoy. Wie sie sich miteinander unterhalten. Forschungszentrum kostet doch eh wieder 400.000, oder? 400.000, yo. Ich werde, um das zu beschleunigen, jetzt nochmal auf jede Insel gehen und von da aus dann die ganzen Forschungstrupps losschicken. Oh, wer ist denn da? Tyrannosaurus Rex und ein Deinonychus. Ich habe jetzt echt nicht viele Fossilien geholt, aber das reicht erstmal. Ich gehe wieder zurück zu Isla Takano. Wie meine Großmutter früher mal sagte, Isla Takano ist wie Isla Tacona. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber das hat bestimmt einen Sinn. Und ich bin zurück in meiner neuen Heimat. Ach, herrlich. Oh, neue Fossilien. Also, 100.000, 40.000, 360.000, 80.000. Dann gebe ich mal kurz 40.000 aus. Dann nochmal 10. Ach, das ist der Tyrannosaurus. Und bekomme noch ein letztes Mal 360.000. Und von diesem Geld hole ich mir nun noch einen einzigen Draco. Das ist mir nämlich ein bisschen zu gefährlich mit den Zweien da drüben. Ja, das ist genau an der Grenze. Das kann ich nicht verantworten. Betriebsgebäude und ein neues Forschungszentrum. Das wird krass, weil das bedeutet, dass ich jetzt insgesamt 3 Stück habe und dadurch komplett neue Sachen erforschen kann. Den Weg verbinden. Tada. Den Draco freilassen. Und ich würde sagen, noch vielleicht einen guten alten Trieze reinpacken. Es ist fertig, neue Forschung verfügbar, Aufgabe erledigt. Dann nehme ich auch direkt die nächste an, Auftrag. Danke, dass Sie die fehlenden Gebäude gebaut haben. Das macht die Arbeit für uns alle leichter. Ja. Das ist doch schon mal was. Und was willst du? Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Das ist ja ultra geil. Das sind genau die Sachen, die ich auch so oder so gemacht hätte. Forschungszentrum. So, ich bin echt gespannt. Gebäude. Ein neues verfügbar. Und zwar die Bowlingbahn für 200.000. Genetische Forschung. Stärke des Herzens. Härte der Zähne. Aber wo ist denn... Warte. Immunreaktion 3. Ach, das kann ich erst machen, wenn ich noch ein weiteres bekomme. Ja, wow. Medizinische Behandlung. Vogelgrippe. Kolibakterien, Mykotoxine. Ja, kann man später auf jeden Fall noch lernen. Gebäude-Upgrades, Forschungsteam Charlie. Ein zusätzliches Forschungsteam, das an separaten Projekten arbeiten kann. Grabungsteam Charlie. Ja, Alter. Okay, ich gehe auf eine andere Insel, hol mir kurz die beiden und dann sehen wir uns gleich wieder. Forschungsteam Charlie aktiviert. Aber das zählt jetzt nicht als viertes, oder? Nee. Aber ich kann trotzdem einfach noch was erlernen. Dann wähle ich die Bowlingbahn. Oh, ist das angenehm. Richtig cool. Nein! Der nicht so haarige Harald! Oh Gott! Nein! Leih, komm zurück! Es ist passiert und ich hab's nicht mal richtig mitbekommen. Nach all den Jahren! Nach all den Jahren! Und jetzt kann ich einfach 2 losschicken oder was? Einmal dahin
Und einmal dahin? Oh, nice! Ach so, das erklärt auch das da. Bedeutet wohl, dass ich irgendwann noch ein drittes bekomme. Jetzt kann ich drei Sachen erlernen? Warum das denn? Eingehende Übertragung? Insel freigeschaltet Isla Nublar? Wie, warum das denn? Diese Insel war ein Land der Wunder und des Lebens. Unmöglichen, ursprünglichen, triebhaften, räuberischen, vorgeschichtlichen Lebens und Sterbens. Das Vermächtnis von Isla Nublar, nicht Hammonds Traum eines Jurassic Parks, sondern etwas viel Passenderes. Sandbox, bauen Sie die ultimative Anlage ohne ausreichendes Budget. Hä? Ist das eine falsche Übersetzung? Das müsste doch eigentlich bedeuten, dass ich da unendlich Geld habe, oder nicht? Keine Aufträge oder Missionen. Sie müssen weder auf Abteilungsruf noch Aufgaben Rücksicht nehmen. Behalten Sie Ihren Fortschritt. Verwenden Sie die Dinosaurier, Gebäude und Upgrades, die Sie auf den Las Cinto Muertes freigeschaltet haben. Ach, das ist so eine Special-Insel. Oder wie? Ach so, bin ich vielleicht blind? Ja, das ist es echt. 1, 2, 3, 4 und 5. Diese ganz kleine Insel gehört auch noch dazu. Und das ist dann separat, was wirklich nichts mit der Story an sich zu tun hat. Ich habe da drüben echt einige Fossilien geholt und sehr viel erforscht. Und das schaue ich mir jetzt mal an. 120.000. 100.000. 100.000. 100. 100. 360. 100. 120. 100. Und 20.000 ausgegeben für den klassischen Rex. Und für Draco 40.000. Kann man auf jeden Fall machen. Und was hier jetzt noch fehlt, ist die neue Bowlingbahn. Passt die denn auch dahin? Geht das? Oder da? Da war es doch. Hallo? Genau, ja. Geht das nicht auch anders? Nee. Okay. Ein bisschen sehr nah dran, aber läuft. Dinosaurier kann freigelassen werden. Ach so, genau. Ich hatte noch einen zweiten davon geholt, damit der hier nicht so alleine ist. Aber ich glaube fast, dass es klug wäre, noch einen zu holen. Und das tue ich jetzt auch. Ein bisschen Geld habe ich ja. Ach ja, wie teuer ist denn jetzt der Tyrannosaurus? 2 Millionen Dollar. Als ob. Aber eine Bewertung von 201. Ohne jegliche Modifikation. Krank. Die anderen haben alle vielleicht so 30, 40, 50. Obwohl, der Ceratosaurus hat 140. Das ist schon einiges. Okay. Ich würde sagen, bewerte den Part. Wir sehen uns eventuell bei einer weiteren Folge wieder. Tschüss und bis bald.